Phoebe, gibt es bei dir was Neues? Kadaraport ist echt grässlich, ne? Ah. Da erwartet uns bestimmt jede Menge Ärger. Und dann machen wir jetzt auch noch Jagd auf das Schiff des Archons? Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Vielleicht nicht unbedingt eine gute Idee, aber tatsächlich die einzige Spur oder Möglichkeit, die wir im Moment sehen. Von Sie daher. ist großartig, vor allem da wir keine anderen haben. Auch wieder wahr. Gibt es sonst noch etwas, das wir besprechen müssten? Ich glaube eher nicht. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Das tue ich auch. Bares Geld wette ich darauf. Hey, Joel. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Entschuldigung. Das haben Sie gar nicht. Doch, Moment. Habe ich? Was ist hier los? Sie sehen sehr beschäftigt aus. Wenn ich beschäftigt bin, konzentriere ich mich auf die Arbeit und mache mir keine Sorgen. Okay, das kann ich verstehen. Wenn Sie dann mit allem klarkommen? Ich hätte gerne einen Rat von Ihnen. Okay. Ich mache für alle Geschenke. Ich Oh, habe eine Liste. das ist aber lieb. Geschenke? Mögen Turianer Gedichte? Für Vetra schreibe ich ein Gedicht und graviere es in. Ich bin noch nicht sicher. Ich glaube, Vetra würde es sehr zu schätzen wissen, ein Gedicht von dir zu kriegen. Ich kenne sie jetzt persönlich nicht so gut, aber ich meine, wer würde es nicht zu schätzen wissen? Das ist etwas sehr Persönliches. Ja, ich würde sagen, hau rein. Wie kann man ein persönliches Gedicht nicht mögen? Sehr gut. Vielleicht trage ich es ihr auch einfach nur vor. Da will ich aber dabei sein. Na, das wäre Liam vielleicht ein scheint bisschen meinen peinlich. Rough-Gin zu mögen. Ich könnte ihm einen nähen. Wirklich? Mögen Kroganer Messer? Oh Ich ja. könnte für Drak einen angaranischen Ritualdolch anfertigen. Oh ja, ich glaube, eine Waffe würde er sehr mögen. Kroganer mögen Waffen. Wer hätte sowas nicht gern? Er dient hauptsächlich zur Ich glaube, Dekoration. er würde damit auch Ah, jemanden möchten Sie abstechen. auch einen? Ja, das ist sehr viel Arbeit. Worum geht's hier Er wirklich? möchte was Nettes Ich machen, bin glaube sicher, ich. Sie halten mich für selbstbewusst und kompetent. Durchaus, Aber ja. das bin ich nicht. Oder zumindest fühle ich mich nicht so. Das Gefühl, ja, ich glaube, das Gefühl kennen die meisten, zumindest ab und zu mal. Vielleicht nicht immer, aber man ist nicht immer so ganz von sich selbst überzeugt. Man setzt sie an sich selber immer so ein bisschen höhere Maßstäbe als an andere, ne? Das Gefühl kenne ich auf jeden Fall. Dasselbe empfinde ich auch ziemlich oft. Gut zu wissen. Danke, dass Sie mir das gesagt Ja, haben. natürlich. Es ist Seien immer Sie gut zu einfach wissen, sich dass man mit etwas selbst. nicht alleine Meine ist. Das Familie ist hilft sehr manchmal schon bekannt. ein bisschen. Unser Geschlecht wird allgemein respektiert und viele meiner Verwandten haben Großes vollbracht. Ich habe nie dazu gehört. Was? So viele ältere Geschwister und Cousins, die immer erfolgreich waren. Ich versuche schon lange nicht mehr mit ihnen Schritt zu Aber ich bin halten. sicher, du könntest Verstehe. es. Danke fürs Zuhören. Sie gehören zu. Also, ich bin der Meinung, er leistet jetzt schon Großes. Er ist Mitglied unserer, wie soll man es nennen, Expeditionsgruppe. Und wir erreichen Hervorragendes und er ist ein Teil davon. Also, er muss sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, würde ich sagen. Hier stehen Sie nicht in irgendeinem Schatten. Ich glaube an Sie. Ach, Joel, der ist ein ganz netter, finde ich. Können wir noch mehr mit ihm schnacken? Die Roker gehen nach Kadara und rekrutieren die Verzweifelten. Ja, super. Ich habe gehört, wie ein Anwerber der Roker seine Magie wirken ließ. Er hat sogar mich überzeugt. Also bist du jetzt ein Roker? Ich hoffe nicht. Bis später, John. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Stärke und Erfolg, Alter. Stärke und Erfolg. Sind zwei der Hauptnahrungsgruppen in dieser Galaxie. Stärke und Erfolg. Wo es auf der Erde nur Stärke ist und kein Erfolg. Okay, der Rest der Crew ist anscheinend in den im Frachtraum oder in den Wohndingern. Dann haben die Angara also die ganze Zeit gegen ihre eigenen Leute gekämpft. Scheiße. Oh ja, und wie Ich frage mich, scheiße. wie Joel damit fertig wird. Nicht gut. Drag? Es geht. Ah, Sloan.
Sie hat sich seit der Meuterei kein bisschen verändert. Ach, sie war vorher auch schon Arsch. Nur zeigt sie jetzt endlich ihr wahres Gesicht, anstatt so zu tun, als wäre sie zivilisiert und all dieser Scheiß. Sie war schon so, als sie noch die Leitung über die Nexus-Sicherheit innehatte? Yep. Sie hat den Varen in sich nur wirklich gut versteckt. Falls Sie verstehen, was ich meine. Absolut, wir haben doch alle einen Varen in uns. Halten. Ehre ist für Sie ein ganz großes Ding. Passen Sie nur auf, dass Sie ihr gegenüber nie irgendeine Schwäche zeigen. Ich zeig doch sowieso keine Schwäche, dafür bin ich zu ultra. Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Bitte nur coole. Hast du kein Pinecheck am Arsch? Soweit ich weiß, lautet die Antwort darauf ja. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Feuer und Sprengstoff sind wirkungsvoll gegen alles mit einer schweren Panzerung. Sehr gut. Und eigentlich auch gegen alles andere. Normalerweise lässt sich niemand gerne im Brand stecken. Normalerweise? Wo du recht hast. Da steckt doch eine Geschichte dahinter. Ja, davon können Sie ausgehen. Da, bitte erzähl. Sie sagten, normalerweise würde sich niemand gerne in Brand stecken lassen. Ich hatte gehofft, dass Sie deshalb nachfragen. Also, vor etwa 400 Jahren, plus minus ein Jahrzehnt vielleicht, saß ich mit meinen Jungs im Kampf gegen eine andere Söldnergruppe in der Falle. Also habe ich meine übliche Masche abgezogen. Ich bin vorgestürmt, um ihre Barrikade zu durchbrechen. Ich habe meinen Flammenwerfer rausgeholt und wollte gerade loslegen, als sie alle, wirklich alle, schreiend weggerannt sind. Okay. Die Sache war die. Ich war bei meinem Vorstoß durch eine Kiste mit turianischem Brandy gerannt. Ich hatte nicht mal bemerkt, dass ich in Flammen stand. Sie aber schon. Alter. Ich habe noch nie eine Söldnerbande gesehen, die so in Panik geraten ist. Oh, wenn ein brennender Kroganer auf mich zurennen würde, würde ich wahrscheinlich auch in Panik geraten. Ach, Drake. Wir können uns später weiter unterhalten. Hat der alte Haudegen die sich doch tatsächlich selber angezündet. Das sollte ich auch mal machen. Miete zumindest unterhaltungswert. Gil? Ist das eigentlich kurz für was anderes? Hey, Gilbert? Ryder, was gibt's? Anscheinend nichts. Okay. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Ja, ja. Jederzeit wieder. Liam? Nö, da ist er nicht. Vetra? Hey, Ryder. Ich habe eine verschlüsselte Nachricht von Sid erhalten. Ja, ich auch. Sie hat Neuigkeiten und will mit uns beiden darüber reden. Ich stelle jetzt die Verbindung her. Okay. Endlich! Ich warte schon seit Stunden. Oh, Entschuldigung, wir waren beschäftigt. Würdest du uns bitte sagen, was das alles soll? Ich habe mir die Meldungen der Außenposten angehört. Und in einer war davon die Rede, dass Siedler verschwunden sind. Oh, das ist aber unschön. Das klingt nicht gut. Ist es auch nicht. Sie wurden entführt. Ich habe recherchiert und denke, dass ich weiß, wohin sie verschleppt wurden. Okay. Ein Höhlensystem auf einem Mond im Remarf-System. Ursprünglich eine angaranische Mine, glaube ich. Aber sie wurde stillgelegt. Ich denke nicht, dass der Planet, von dem Sie sprechen, ein Mond ist. Ist doch egal. Naja, habe ich dir nicht gesagt, wirklich. Du sollst dich nicht einmischen? Ich konnte nicht einfach untätig rumsitzen. Du wolltest. Woher wissen nicht, wir, dass deine du? Informationen verlässlich sind? Sie sind verlässlich. Ich vertraue ihr einfach mal. Warum nicht? Eventuell braucht sie das. Ich vertraue ihrer Schwester. Und wir sollten keine Zeit vergeuden. Siehst du? Das ist ein Pathfinder. Sid, gib uns alle Informationen, die du darüber hast. Schon geschehen. Kann ich mitkommen? Ich will helfen. Nein. Du kennst die Antwort. Klar, natürlich. Halte dich von bösen Leuten fern. Schusswaffen, Bomben, kroganischem Bier. Kroganisches Bier kannst du von mir aus saufen, so viel du willst. Du hast das gut gemacht. Ich will nur, dass du in Sicherheit bist, okay? Ja, ja. Ja, guck nicht so. Jetzt sauer, weil ich die Seite ihrer Schwester eingenommen habe. Man muss sie einfach lieben, aber diese komischen Öko-Snacks, ach die ja, sie für richtig, Film der Film zubereitet. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber sie eignen sich höchstens dazu, sie auf die Leinwand zu werfen. Haben Sie eine bessere Idee? Ja, Chips? Die habe ich tatsächlich.
Cora hat mir einen Zugangscode der Initiative gegeben, mit dem ich einige Schmuggelwaren aufspüren konnte. Schmuggelwaren? Um es kurz zu machen, es gibt in Kedaraport jemanden, der Popcorn hat. Alter, echt? Und Gregson, was im Grunde dasselbe ist wie ihr Popcorn, nur besser, weil ich es essen kann. Ach, richtig, ja. Die können ja nicht dieselben Sachen essen wie wir Menschen, die Turianer. Popcorn ist Schmuggelware? Ich soll das konfiszieren. Ich bin schon neugierig. Popcorn ist Schmuggelware? Ich meine, gut, ich habe noch niemanden gesehen, der hier Mais anbaut. Von daher... Irgendjemand hat Popcorn in eine neue Galaxie geschmuggelt? Warum nicht? Es ist leicht und die Leute sind bereit, eine Menge Credits dafür hinzulegen. Also gut. Ich mache mich auf die Suche danach, wenn wir das nächste Mal in Kedaraport sind. Danke. Ich finde wirklich, wir haben uns eine kleine Belohnung verdient. Ich muss sagen, Popcorn reizt mich nicht unbedingt, weil Popcorn so ein bisschen nach Popcorn schmeckt und das ist nicht gut. Aber gut, wenn ihr das gefällt, dann besorge ich das natürlich gerne. Cora, was sagst du dazu? Auch Popcorn oder eher so nein? Piraten, Exilanten, abgetrennte Köpfe. Okay, wenn du das snacken willst, ist ein echtes Paradies, hä? Und Sloane Kelly, ein wahrer Engel. Ein wahrer Igel, da hast du recht. Arche der Asari? Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Schlecht. Diese Asari, die im Außenposten Zuflucht gesucht hatten, waren uns eine große Hilfe. Jetzt müssen wir das Forschungsschiff finden, von dem sie gesprochen haben. Das werden wir bestimmt zufällig irgendwo entdecken. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Cool, cool. Tür, danke. Lexi, gibt es bei dir was Neues? Alles in Ordnung? Oh, ja. Phoebe und ich hatten nur eine kleine Debatte. Die habt ihr andauernd. Sie meinen einen Streit? Nein, das wäre unprofessionell. Und wir sind auf diesem Schiff nicht unprofessionell. Ryder, halten Sie mich für verklemmt? Ein bisschen. Nein. Ich? Was? Nein, schon gut. Antworten Sie nicht. Reden wir einfach über... irgendwas anderes. Nein, ich wollte eigentlich über deine Verklemmtheit reden, aber bitte, wenn du nicht willst. Dann will ich sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn sie mich brauchen. Okay. Sieht das für sie gut aus? Was? Als ob irgendeins ihrer Gerichte den Eimertest bestehen würde. Der Eimertest? Stellen Sie sich Ihr Lieblingsgericht vor. Und jetzt stellen Sie es sich in einem Eimer vor, der neben einer Scheune steht. Würden Sie es noch essen? Der Eimertest. Den kannte ich auch noch nicht. Aber um dem eine ehrliche Antwort zu geben, ja, ich würde Marzipan auch aus einem Eimer neben einer Scheune fressen. Aber eigentlich nur, weil ich ein Schwein bin. Ich warte immer noch, dass wir Aya besuchen. Wir könnten dort das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Ich freue mich schon darauf. Wir werden demnächst irgendwann mal dahin fliegen, kein Problem. Ich bin nicht an dir interessiert, aber wenn ich dich etwas über deine Vergangenheit fragen kann, frage ich immer gerne. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Was wollen Sie wissen? Die Leute von Hassel, ja, was mit denen? Erzählen Sie mir von Ihren Freunden bei den Spezialeinheiten. Ich habe geschworen, niemandem zu sagen, was sie getan haben. Sie haben gemordet? Ein Shuttle für das Auto zu stehlen war völlig verrückt. Ach so, die haben Shuttle gestohlen. Dondi, ja. Base, Metzi, Noel, Cap und der gottverdammte Hammond. Ah, Hammond, der alte Leute, Hund. Die besten Leute, wenn es um eingestürzte Gebäude geht. Irgendwann muss ich hier eine Zweigstelle aufmachen, wissen Sie? Das habe ich versprochen. Ja, ich meine, so ein Kriseninterventionsteam kann man natürlich immer gut gebrauchen. Erzählen Sie mir von dem Auto. Wir haben als Familie daran rumgebastelt. Es war Mutters Idee und Vater mochte es, wenn Mutter zufrieden war. So bin ich zur Schrauberei gekommen. Rüstung und Jetpacks. Mutter war natürlich dagegen. Sie wissen ja, wie das ist. Ja, Mütter finden Jetpacks meistens nicht ganz so geil. Ich habe meine Eltern ab und an ziemlich beunruhigt. Besonders mit Jetpacks. So sind Kinder nun mal. Aber ich habe es wohl übertrieben. Durch den Wechsel der Galaxie zum Beispiel. Deshalb muss ich das hier hinkriegen. Sonst war Andromeda ein Fehler. Ich habe mich von zu vielen Leuten verabschiedet, um das zuzulassen. Okay, verstehe ich schon. Reden wir später weiter. Alles klar. Ja, alles klar. Haben wir noch was Leckeres in der Küche?
kann... Oh, was liegt da rum? Krümel. Krümel an Deck. Sie haben auch welche gefunden? Ich denke, irgendwas frisst unsere Vorräte. Bitte was? Der Krümelspur folgen. Diese Krümel wurden offenbar von einem kleinen Tier hinterlassen. Wir haben ein Tier an Bord? Ratten? Okay, Krümel. Der Krümelspur folgen. Okay, das heißt, wir suchen nach Krümeln. Wo sind Krümel, Baby? Zeigt mir die Krümel. Krümel? Hier sind keine Krümel. Hat Sam Pathfinder, was Neues zu sagen? Ich habe in dem Sicherheitsvideo von Spender eine Spur entdeckt, der wir nachgehen können. Oh, sag was an. Hast du rausgefunden? Ich aktualisiere ihr System mit dem entsprechenden NAV-Punkt. Geil. Spenders Verbindung nach Kadera untersuchen. Kadera war also der Planet, auf dem Spender im Video zu sehen war. Aber was viel wichtiger ist, ich muss der Krümelspur folgen, weil irgendwas unsere Vorräte wegnascht. Verdammte Ratten. Ich hätte nie die 800 Ratten an Bord bringen sollen. Oh, was steht im Crew-Info-Board? Hoffentlich was über die Ratten. Fundbüro, Heißklebepistole. Sie ist gestern von meiner Werkbank verschwunden und ich hoffe, sie ist nicht durch die Deckhülle gefallen. Gil, Kommentare. Ich habe sie mir ausgeliehen, um eine lose Sohle an meinem Stiefel zu reparieren. Ich bin fast fertig. Liam. Liam, kann ich sie danach kurz haben? Ich muss einen Gurt reparieren. Cora. Oh, dann kann ich auch gleich das Kissen vom Pilotensitz flicken. Kello. Ich habe hier unten ein wackeliges Regal. Da wäre das perfekte Vetra. Ich habe noch eine Heißklebepistole gebaut und die können, um die können sie sich streiten. Gil. Ein geranisches Wort des Tages. Gosan. Gosan. Klammern oder greifen. Aussprache Gosan. Oh, ich hab's richtig ausgesprochen. Da bin ich aber froh. Siehe auch Gosan Yafda. Adjektiv stur sein. Wörtlich an einen Fels klammern. Aha. Siehe auch Gosava, der Widerstand, Jol. Kommentare, der Widerstand heißt also sture, dickköpfige Leute? Pibi, das wäre Gosavara. Und ja, cool. Da lernt man immer wieder was dazu. Wir haben noch keine Krümel entdeckt. Baby, wo sind die Krümel? Krümel, Krümel, Krümel. Da! Krümel. Das sind Frühstücksflockenkrümel. Und zwar jede Menge. Jemand hat meine Coco Pops geklaut? Alter, jetzt gibt's auf die Fresse. Da hat noch mehr. Das sind Frühstücksflockenkrümel. Und zwar jede Menge. Theoretisch könnte ich mir gut vorstellen, dass das Viech sich im Frachtraum irgendwo versteckt hält. Weil hier gibt es jede Menge Ecken hier hinter den Kisten und so weiter. Da wäre natürlich Rattenhausen angesagt. Von daher, aber ich finde hier keine weiteren Krümel. Doch, da! Irgendwas hat sich hier ein Nest gebaut. Und es mag Frühstücksflocken. Vielleicht können wir ja eine Falle bauen, um es unverletzt einzufangen. Oder wir lasern es einfach weg. Im Forschungszentrum eine Falle bauen, bitte. Dann bauen wir eine Falle. Ein Problem. Hauptsache, wir unterbinden, dass das Viech meine Coco Pops klaut. Wo kommen wir denn da hin? So, einmal Forschungszentrum und zurück. Hier. Eine humane Falle. Ja, wir wollen mal nicht so sein. Wir müssen das Viech ja nicht gleich umbringen. Und da tun wir dann ein paar leckere Frühstücksflocken rein und dann geht's zur Sache. Kann ich hier auch ein bisschen was forschen? Ich habe doch bestimmt so wieder so viele Forschungspunkte gesammelt. Ja, habe ich. Milchstraßentechnologie. Sturmgewehr Cyclone. Sturmgewehr Sandstorm. Baue ich mal kurz aus. Auf 5. Oh, Sandstorm Plus. Erforderliche Stufe 40. Welche habe ich? 32. Okay, das dauert also noch ein bisschen. Aber Sandstorm Plus klingt gut.
Und sonst gibt es jede Menge kroganischen Hammer. Den kann ich noch ausbauen. Gibt es da auch einen kroganischen Hammer Plus? Den gibt es tatsächlich, aber auch also ab Stufe 40. Okay. Jetzt bei Helios, unsere geile Helios-Panzerung. Die können wir noch verbessern. Da eine bessere Variante von bauen. Da gibt es natürlich auch eine Plus-Variante von. Finde ich gut. Wie sieht es mit der Relikt-Technologie aus? Ja, eventuell muss ich mir später mal die Waffen ein bisschen genauer angucken, um zu sehen, welche, bei welcher es sich lohnt, die weiterzuentwickeln. Auf jeden Fall müssen wir mal die Falle aufstellen, damit wir den Coco Pops Dieb schnappen können. So in etwa. Das hätten wir. Eine Falle für unseren Besucher. Jetzt müssen wir nur noch abwarten. Alles klar, nur noch abwarten. Die Falle steht. Ich schätze mal, ja, wir machen einfach wie gewohnt weiter. Wir kriegen bestimmt eine Nachricht, wenn sie zuschnappt. Oder einfach, wenn wir das nächste Mal an Bord sind, überprüfen wir sie. Und bis dahin können wir eigentlich wieder schön auf unserem Planeten landen. Und weitermachen mit allerlei heroischen Taten.